Dankeschön für die Einladung, auch hier reden zu dürfen. Nun, das digitale Zeitalter hat seinen Einzug auch hier ins Museum gehalten. Wir hören es ja gerade. Das ist etwas, ich sollte mit ein paar vielleicht privaten Bemerkungen auch beginnen. Ich bin ja auch Professor an der Universität Wien und unterrichte dort jetzt schon seit fast 35 Jahren, und ich merke, wie die Aufmerksamkeitsspanne vieler Studierender leider immer kürzer wird. Denn permanent wird der Unterricht gestört, nicht nur durch Geräusche von einkommenden Nachrichten, sondern es ist offensichtlich ungeheuer wichtig, alle 10 Minuten irgendwo nachzuschauen, mit irgendjemand zu kommunizieren und so weiter, aber nicht dem Vortragenden oder dem Professor zuzuhören, was er da vielleicht sa zu sagen hat. Denn das kann man ja nachher sowieso alles irgendwo nachlesen, wenn man sich die Zeit dazu nimmt. Dazu wird der Vortragende natürlich immer gebeten, alle Unterlagen, die er hat, irgendwo auf irgendeine Webseite hochzuladen, von der man das dann bequem wieder herunterladen kann, um sich das anzuschauen. Dem Verständnis nützt das nicht unbedingt. Ich glaube, was ich gehört habe, viele von Ihnen oder manche von Ihnen sind aus dem Lehrberuf. Sie kennen das sicherlich aus eigener Erfahrung, dass wenn man selbst mit Studierenden, mit Schülern kommuniziert und redet und die auch aufpassen und vielleicht sogar noch mitschreiben, tatsächlich schreiben, mehr hängen bleibt, als wenn man sich das dann irgendwo runterlädt und vielleicht, wenn nicht dann tatsächlich der gesamte Stoff, ich bin gemein als Professor, ich gebe immer nur Bilder und Diagramme als PowerPoint-Folien her, und das ist auch das, was ich im Unterricht verwende, denn ich spreche die Inhalte immer frei. Ich habe auch keine Unterlagen mit dabei, die man vielleicht dann fotokopieren könnte. Blöderweise habe ich mir diese ganzen Zahlen und Fakten sogar noch gemerkt. Und ich hatte also vor gar nicht langer Zeit einmal eine Studierende bei einer Prüfung da. Da ging es um einige wenige Zahlen und Fakten. Und ich muss sagen, das Wissen war eher nicht sehr ausführlich. Und nachher hat sie gesagt: Herr Professor, ich verstehe nicht, wie Sie sich alle diese Sachen merken können. Und das ist vielleicht auch der Fluch dieser rechteckigen Datenabsauggeräte, die viele von uns in ihren Taschen haben. Ich nicht, ich habe mich deklariert, ich habe kein Smartphone und ich will auch keines und ich brauche auch tatsächlich keines für mein tägliches Leben zum Glücklichsein. Dass die dazu führen, der Satz ist auch nicht ganz unbekannt: Wer nichts weiß, muss alles glauben. Denn natürlich ist, und jetzt verstehen Sie mich nicht falsch, ich google auch permanent und schaue Sachen nach und kommuniziere permanent per E-Mail mit Kollegen im ganzen Ausland, und das ist wunderbar. Aber wenn ich nicht genau weiß, welche der Ergebnisse, die mir jetzt hier angeboten werden im Internet, von irgendeiner vernünftigen Plattform kommen und welche vielleicht von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern kommen, wenn ich mich jetzt um wissenschaftliche Ergebnisse kümmere, oder welche von einfach irgendwelchen nicht ganz gut ausgebildeten Laien, vielleicht auch gut meinend, ins Internet gesetzt werden. Der Informationsflut ist kaum etwas entgegenzusetzen, außer Wissen. Und wenn ich selber eben nicht weiß, ungefähr zumindest, wo ich eine vernünftige Information herbekomme und wie ich die einschätzen kann, dann habe ich die Problematik, der wir heute durchaus sehr viel ausgesetzt werden, nämlich dass Leute in einer Art Echokammer sitzen und nur das wiedergegeben bekommen von ihren Suchmaschinen, wo sie sich am wohlsten fühlen und nicht vielleicht, was der Wahrheit entspricht. Der wissenschaftlichen Wahrheit nämlich auch. Das ist vielleicht ein bisschen als Einleitung. Wir können dann, glaube ich, auch in der Diskussion noch ein bisschen näher auf andere Punkte eingehen. Aber dass ich der ganzen Sache skeptisch gegenüberstehe, aber die Technologie ist eine, die durchaus zu benutzen ist. Und es ist ein fantastischer Fortschritt, wie man heutzutage manche Dinge auch abspeichern kann. Die Frage ist nur, wie lange
hält das Speichermedium? Zu dem komme ich dann auch noch ein bisschen später. Nun, zu der Frage der Digitalisierung in Museen. Museum ist einmal nicht gleich Museum. Wenn ich mir ansehe, was beispielsweise, sagen wir, die Nationalbibliothek an Aufgaben hat, dann ist es sicherlich interessant, Bücher, gedruckte Werke einzuscannen, um sie auch sichtbar und durchsuchbar zu machen. Wenn wir uns ein Kunstmuseum ansehen, bin ich mir schon nicht mehr ganz so sicher, ob eine digitale Kopie, und es bleibt immer nur eine Kopie oder auch eine analoge Kopie, wenn Sie wollen, Kopien sind Kopien, egal ob sie digital oder analog hergestellt werden, ob die das gleiche Erlebnis zulassen wie ein Original. Aber wenn ich jetzt ganz konkret auf ein Museum wie unseres zu sprechen komme, wir haben hier die Aufgabe, die Vielfalt der Natur zu dokumentieren. Die Biodiversität und die Geodiversität hauptsächlich. Wir haben natürlich auch ein paar archäologische und humanwissenschaftliche Objekte, Anthropologie, unsere prähistorische Abteilung auch. Aber wenn wir mal nur auf die naturkundlichen Objekte uns auch mental konzentrieren, dann glaube ich, wird hier auch immer der Fehler gemacht, dass wir mit einer Ausstellungshalle gleichgesetzt werden. Die Ausstellung, die Sie sehen, hier, die öffentlich zugänglich ist, ist nur ein geringer Bruchteil dessen, was hier im Museum vorhanden ist. Und ich werde Ihnen versuchen zu erklären, warum das so ist und warum es daher vielleicht auch nicht unbedingt Sinn macht, die gesamten Bestände einheitlich zu digitalisieren, was auch immer unter diesem sehr allgemeinen Begriff verstanden werden kann. Wir haben hier im Museum ungefähr 30 Millionen Objekte. Davon beispielsweise um die 6 Millionen Käfer. Also ich glaube, Sie können sich schon vorstellen, dass 6 Millionen Käfer zu digitalisieren, abgesehen von dem Aufwand, vielleicht nicht unbedingt das Sinnvollste sind, wie man Ressourcen einsetzen kann. Von diesen ungefähr 30 Millionen Objekten, die wir hier haben, ist ungefähr 1% öffentlich ausgestellt. Dieses Haus hier, das Museum, wir haben fast alle unsere Objekte hier im Haus, hat in Teilen des Gebäudes 4 unterirdische Stockwerke und generell 5 Stockwerke über der Erde, also praktisch 9 Stockwerke. Davon sind Teile von 2 Stockwerken für die öffentliche Schausammlung öffentlich zugänglich. Was ist der Rest? Was sind sozusagen, ich vergleiche das auch gern mit einem Eisberg, das, was die Öffentlichkeit sieht, ist der kleine Teil und dann gibt es diesen großen Teil, der nicht normal öffentlich zugänglich ist. Wir haben hier, und das ist besonders wichtig, dass man das auch versteht, wissenschaftliche Sammlungen. Wir haben hier 3 wesentliche Aufgaben, ein Museum wie unseres. Erstens ist die Bewahrung und Vermehrung der wissenschaftlichen Sammlungen zwecks Dokumentation der Bio- und Geodiversität, also der Diversität der Natur, aber nicht nur. Die zweite große Aufgabe, die auf dem aufbaut, ist die wissenschaftliche Forschung. Es ist den wenigsten Leuten bekannt und bewusst, dass ein großes Naturkundemuseum in erster Linie eine Forschungsinstitution ist. Wir vergleichen uns hier hauptsächlich mit anderen Institutionen, wie zum Beispiel dem Museum of Natural History in London, dem Berliner Museum für Naturkunde,
dem Pariser Musée d'Histoire Naturelle oder Washington Natural History Museum, der Smithsonian Institution und so ähnlich. Alle diese Institutionen haben, im Gegensatz zum Beispiel zu Science Centers, wo es um bestimmte Themen gibt, große Sammlungen. Was bedeuten diese Sammlungen? Diese Sammlungen werden von Wissenschaftlern, die einerseits hier im Haus angestellt sind, wir haben über 60 Wissenschaftler hier im Haus, aber andererseits auch von Kollegen, Fachkollegen aus der ganzen Welt untersucht, beforscht. Das sind Studierende von den Universitäten, die an den Sammlungen etwas lernen beispielsweise, aber auch ihre Diplomarbeiten oder Doktoratsarbeiten hier machen können. Das sind aber auch Fachkollegen von Universitäten, von anderen Forschungseinrichtungen, auch Kollegen von anderen Museen, die zum Beispiel bestimmte Objekte in ihren Sammlungen haben, aber zur Ergänzung die Objekte untersuchen möchten, die hier bei uns in den Sammlungen sind und so weiter. Ich gebe Ihnen hier nur zwei Beispiele, warum hier diese Sammlungen so wichtig und wertvoll auch sind. Zuerst einmal vergessen wir nicht, diese Sammlungen sind über einen langen Zeitraum zusammengetragen worden. Unsere Sammlungen hier datieren auf das Jahr 1750 zurück, als die Vorgängereinrichtung des Naturhistorischen Museums in Form eines Hofnaturalienkabinetts gegründet wurde. Während dieser Zeit, damals, wenn Sie sich denken, vor 200, fast 70 Jahren ungefähr, damals war natürlich noch viel weniger über die Natur bekannt, als wir es heute wissen. Zum Beispiel war nur ein Bruchteil der Minerale bekannt, die wir heute kennen. Vor 250 Jahren kannte man vielleicht ein paar hundert Minerale, heute kennen wir ungefähr 6000 Minerale. Es waren von den Fossilien, nicht nur den Sauriern, aber viele andere Fossilien, auch nur ein Bruchteil bekannt. Von den Tier- und Pflanzenarten war nur ein Bruchteil derer bekannt, die wir heute kennen. Manche Kontinente wurden gerade erst erforscht, wissenschaftlich erforscht. Auch Österreich hat mitgemacht, zum Beispiel die Novara-Expedition ist ein gutes Beispiel, oder Sammlungsarbeiten über 20 Jahre hinweg ungefähr in Brasilien, wo viele für die Wissenschaft damals nicht bekannte Tier- und Pflanzenarten zurückgekommen sind. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn ein Wissenschaftler eine neue Pflanzenart entdeckt oder eine neue Froschart oder einen neuen Vogel oder viel häufiger ein neues Insekt beispielsweise, dann muss ja diese Untersuchung, diese erste Untersuchung an einem Objekt durchgeführt werden. Und man nennt diese Objekte, an denen zum ersten Mal eine neue Tier- oder Pflanzenart für die Wissenschaft untersucht und veröffentlicht wurde, das nennt man ein Typusexemplar. Und dieses Typusexemplar, dieses erste Exemplar, das es gibt, dieses Tieres oder dieser Pflanze, die muss in einer öffentlich zugänglichen Sammlung, hauptsächlich eben in Museen, hinterlegt werden, sodass Forscher auch noch nach 50, 100, 200, 250 Jahren nachschauen können, ist es die Art, von der wir da reden, oder wissen wir vielleicht mittlerweile, dass das zwei verschiedene Arten sind, die schauen sich nur so ähnlich und so weiter. Also das ist einmal für die Wissenschaft sehr wichtig in den Biowissenschaften. In den Geowissenschaften gebe ich Ihnen aus meinem Fachgebiet ein Beispiel. Im Jahre 1865 ist in Indien, in der Nähe der Stadt Chergotti, ein Meteorit gefallen. Das wäre jetzt einmal noch nichts Ungewöhnliches, weil Meteorite fallen oft. Der wurde beobachtet, hat also eine wunderschöne Schmelzkruste rundherum, ist also eindeutig aus dem Weltraum auf die Erde gekommen. Naja, den hat man dann da gab es mehrere Steine, hat man auch mehrere Stücke zerbrochen, zerschnitten und dann kamen Exemplare nach London, nach Paris, eben auch nach Wien. Und der damalige Kurator und Chefwissenschaftler der Meteoritensammlung, ein gewisser Gustav Tschermak, der später auch Professor für Mineralogie an der Universität Wien wurde, der hat diesen Meteoriten schon 1868, also nur 3 Jahre nach dem Fall, untersucht und ist draufgekommen,
dass die Minerale, die da drin sind, ungewöhnlich sind. Die Anzahl der Minerale, das ist ein vulkanisches Gestein, in dem Fall ist eine Art Basalt. Die Anzahl der Minerale war komisch, war ungewöhnlich und dann hat er manche gar nicht erkannt. Da waren also ihm noch unbekannte Minerale drin, neue Minerale. Und das hat er publiziert, so um 1870 herum, und hat halt geschrieben, dass das ein völlig ungewöhnlicher Meteorit ist. Und der war dann in unserer Sammlung, zusammen mit zwei anderen ähnlichen Objekten, die auch ungewöhnlich waren. Und dort lagen sie mal 100 Jahre ungefähr, bis die Wissenschaft Fortschritte gemacht hat. Und die Wissenschaft hat insofern Fortschritte gemacht, als man Ende der 1970er Jahre, also etwas über 100 Jahre später, zum ersten Mal das genaue Alter dieser seltsamen Meteorite bestimmen konnte und festgestellt hat, dass sie nicht, wie alle anderen Meteorite, die man so kennt, 4,5 Milliarden Jahre alt sind, das Alter unseres Sonnensystems, das Alter unserer Erde, sondern nur ein paar hundert Millionen Jahre. Und dann hat man sich natürlich am Kopf gekratzt und gesagt, wo kann das Zeug herkommen? Nicht dort, wo die anderen Meteoriten herkommen, nämlich aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter im Sonnensystem, sondern da brauche ich einen größeren Himmelskörper, der noch vor, sagen wir, 200 Millionen Jahren vulkanisch aktiv war. Die einzigen Möglichkeiten, die es da gibt, sind Erde, Mars oder Venus. Sogar der Mond ist seit über 3 Milliarden Jahren nicht mehr vulkanisch aktiv an der Oberfläche. Die Venus, also die Erde, konnte man ausschließen, weil die chemische und isotopische Zusammensetzung dieser mittlerweile waren schon 5 Meteorite, ungewöhnlichen Meteorite, anders war als die Erde. Und dann muss man sich überlegen, wie kann denn so ein Objekt von einem Himmelskörper zum anderen kommen? Na, durch einen großen Meteoriteneinschlag, stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwo am Strand, Sie nehmen einen Felsbrocken und schleudern den in den Sand mit Wucht hinein, dann wird von dem Sand was wegspritzen. Und wenn die Anziehungskraft nicht sehr stark ist, kann der Sand, und ich wirklich stark schleudere, in eine Umlaufbahn gehen und auf einen anderen Planeten fallen, kann man sozusagen sagen. Also dann hätten wir die Venus. Die Venus ist aber schwierig, weil die Venus eine sehr dichte Atmosphäre hat, 100-mal dichter als die Erdatmosphäre. Da geht kaum was rein und schon gar nichts raus. Der Mars würde passen. Der ist nur halb so groß wie die Erde, hat ein Viertel der Anziehungskraft und eine ganz dünne Atmosphäre, die ungefähr 700-mal dünner ist als die Erdatmosphäre. Würde also mechanisch funktionieren. Und das nächste, was jetzt dazu gekommen ist, Ende der 1970er Jahre, waren zum ersten Mal Raumsonden auf dem Mars, die chemische Zusammensetzung der Marsgesteine analysiert haben und haben festgestellt, stimmt mit der chemischen Zusammensetzung dieser seltsamen Meteorite überein. Und dann hat man noch weitere Beweise gefunden, die Details will ich jetzt gar nicht mehr weiter ausführen, aber langer Rede, kurzer Sinn, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Objekte für über 100 Jahre in einer wissenschaftlich betreuten Sammlung gelegen sind, denn die Wissenschaft entwickelt sich weiter und kann mit diesen Objekten, mit neuen Methoden, komplett neue Erkenntnisse schaffen. Beispielsweise haben uns auch Einschlüsse in verschiedenen Meteoriten gezeigt, wie die chemischen Elemente entstanden sind. Da hat die Meteoritenforschung, die Untersuchung von Einschlüssen in Meteoriten ganz wesentliche Erkenntnisse dazu gebracht. Hätte ich diese Objekte nicht im Original in den Sammlungen liegen, kann ich diese Erkenntnisse nicht gewinnen. Das führt mich also vielleicht schon zu einem wichtigen Punkt. Brauchen wir solche Sammlungen wie unsere? Brauchen wir die Originale? Na, selbstverständlich brauchen wir die Originale. Denn an einer Kopie, auch wenn sie noch so gut gemacht ist, kann ich keine derartigen Untersuchungen durchführen. Ich kann an einer Kopie von einem Viech keine DNA extrahieren, um zum Beispiel die genetische Geschichte dieses Tieres abzuleiten. Ich kann an einer Kopie eines Steines keine Altersbestimmung durchführen, weil die wird null sein, die ist ganz neu, das Objekt. Das nutzt mir überhaupt nichts, also ich kriege keine Information heraus. Und hier ist also der, glaube ich, sehr wichtige Faktor, warum ich Originale brauche. Nicht so sehr unbedingt, weil ich sie mir anschauen möchte. Das ist ein anderer Punkt.
sondern weil ich aus Objekten wie denen, die sich hier in unseren Sammlungen befinden, wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen kann. Und es sind viele wissenschaftliche Erkenntnisse auf den Gebieten der Botanik, der Zoologie, der Geologie, der Paläontologie, der Meteoritenkunde, der Mineralogie und so weiter an den systematischen Sammlungen großer Museen gemacht worden. Kopien geben mir nicht diesen Erkenntnisgewinn. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Stück Emmentaler, einen echten, und dann gehen Sie in so ein Scherzartikelgeschäft und kaufen sich eine Plastikkopie. Die schaut zwar vielleicht von außen ähnlich aus, kann ich auch von der Entfernung in eine Vitrine so hineinlegen, aber wenn ich esse, dann wird es einen großen Unterschied geben. Und so ähnlich ist es halt auch mit unseren Objekten. Gut, also, wir brauchen die Originale. Ich glaube auch, es ist ganz, ganz essentiell, dass das Erlebnis eines Originals und die damit verbundene Historie, die Geschichte, die ich vermittle, an einer Kopie einfach nicht genau den gleichen Effekt hat. Wenn ich mir die Venus von Willendorf hier anschaue, dann ist das nun mal das Original und da kann ich mir auf vielen Bildschirmen oder ausgedruckt oder sonst wie noch so viele Kopien anschauen. Es ist halt nicht das Original, sondern das Original steht hier. Und der zweite wichtige Punkt, glaube ich, auch, warum Museen auch nicht obsolet werden, weil sie ja auch ein Ort der Wissensvermittlung sind. Und das ist eben der dritte Punkt, dass ich der Öffentlichkeit bestimmte Objekte, an denen ich Erkenntnisse gewonnen habe, zeige, aber auch erkläre. Nichts ist gut, wenn es einfach nur da steht, mit einem Zettel daneben, und das war's schon. Sondern der beste Erkenntnisgewinn ist dann der, wenn ich zum Beispiel eine Führung habe, wenn einer unserer Kuratoren etwas erzählt dazu, dann merken sich die Leute das, dann erleben sie auch etwas dazu. Dann ist die Frage, ist Digitalisierung jetzt vielleicht für wichtig, um diese Objekte, die wir haben, entweder einer breiten Öffentlichkeit oder auch den Fachkollegen zur Verfügung zu stellen? Und hier ist die Frage, die man sich ganz am Anfang stellen muss, cui bono? Wem nützt es? Für wen mache ich das denn? Denn digitalisieren, das ist so ein Allround-Begriff, wo man sehr viel hineinschmeißt. Was heißt digitalisieren? Wenn ich einmal anfange und auch wieder auf die Vielfalt unserer Objekte zurückkomme. Ich habe von einer Giraffe, ausgestopften Giraffe, die weiß gut wie groß ist, wo übrigens das einzige Originale das Fell natürlich ist. Der Rest ist ja, die Knochen haben wir herausgenommen, sonst würde das Fleisch auch, sonst würde es ja stinken. Ne? Bis hin zu den winzigsten Mikrofossilien, die es gibt, haben wir alles. Das kann ich nicht über einen Kamm scheren. Ich kann nicht einfach sagen, so wie ich das vielleicht bei Bildmaterial mache, ich mache eine Fotografie des Objektes, darunter steht der Titel, vielleicht der Künstler oder die Jahreszahl und das war es auch schon. Das ist bei uns nicht so. Denn welche Information möchte ich denn weitergeben, ist die Frage. Und vor allem für wen? Also, eine Giraffe zu digitalisieren, zu fotografieren, okay, habe ein Foto der Giraffe, fein. Jetzt gehe ich aber zu den Steinen über. Ich habe zum Beispiel eine Granitsammlung, tausende Granite von der ganzen Welt. Die schauen aber alle gleich aus. Irgendwelche grauen Steine. Was bringt mir das Foto? Nichts, null. Denn der Informationsgehalt ist ganz woanders. Der Informationsgehalt ist dann dort, wo kommt das Objekt her, dann muss ich einen Dünnschliff machen, anschauen, welche Minerale da drin sind, vielleicht chemische Zusammensetzung, Alter und so weiter bestimmen. Das ist aber viel mehr, als ich für so eine normale Digitalisierung machen oder investieren möchte. Dann brauche ich natürlich, wenn ich jetzt diese vielen verschiedenen Sammlungen habe, von den Schmetterlingen über die Käfer bis zu den Meteoriten und den Mineralen und den Fossilien, wobei Fossilien ja auch nicht Fossilien sind, sondern da gibt es ja Experten für das Erdmittelalter und für das Erdaltertum und so weiter, das kann ja nicht jeder alles wissen. Also ich brauche für das Eingeben meines Zettelkatalogs, sagen wir, oder meines Katalogs, brauche ich einen Experten dabei. Das reicht nicht aus, dass ich einfach hingehe und den Zettel einscanne, der vielleicht vor 250 Jahren in Kurrent geschrieben wurde und den kaum mehr wer lesen kann.
Und das Objekt daneben vertraue ich halt, dass das eh alles okay ist und welche Seiten fotografiere ich jetzt. Also der Laie hat da Probleme, daher brauche ich einen Experten. Das dauert daher eine ziemlich lange Zeit, bis ich das alles durchdigitalisiert habe. Und wir haben einmal ausgerechnet, würden wir alle unsere 30 Millionen Objekte irgendwie dokumentieren, fotografieren, eingeben in Datenbanken, dann brauchen wir so um die 50 weiteren Mitarbeiter und die würden mindestens 20 Jahre arbeiten. Das bringt mich zur nächsten Frage. Viele von Ihnen haben, wenn ich so den Altersdurchschnitt hier anschaue, kennen Sie Videobänder, VHS-Bänder, kennen Sie vielleicht auch Floppy-Disks, weil da haben Sie noch einen Computer, wo Sie Floppy-Disks lesen können. Die sind aber gerade mal ungefähr vor 20 Jahren, waren sie der Stand der Dinge. Heute bekommt man schon kaum mehr einen Computer, der überhaupt noch CDs lesen kann. Das heißt, die Speicherhardware, wenn ich sie so bezeichnen darf, ändert sich relativ schnell. Ein Buch übrigens oder einen Katalog, den kann ich auch nach 500 Jahren noch aufschlagen und lesen und brauche nicht mal Strom dazu. Das Problem ist, dass sowohl Hardware wie auch Software, also die Programme, die ich verwende, PDFs oder ähnliche Dinge, die ändern sich mit der Zeit relativ sogar rasch. Es ist kein Geheimnis, dass zum Beispiel manche Aufzeichnungen von NASA-Raumsonden nach 50 Jahren heute nicht mehr lesbar sind, weil die Video- oder die Magnetbänder zerfallen und es kaum mehr Lesegeräte gibt außerdem. Das heißt, ich muss mir das gründlich überlegen, was digitalisiere ich, für wen digitalisiere ich, und ich darf nicht vergessen, dass das auf konstant neuesten Stand der Technologie halten des Speichermediums und des der darstellenden Software einen ziemlich hohen finanziellen Aufwand bedeutet, nicht nur bei der Erstdigitalisierung, sondern auch beim Erhalt des Ganzen. Und ich fürchte, wir werden irgendwann einmal in der Zukunft darauf kommen, dass wir sehr viel an Informationen, von denen es momentan sehr viel gibt, auch wieder verlieren werden, weil es nicht korrekt permanent auf den neuesten Stand gebracht wird und abgespeichert wird. Und insofern muss ich mir halt dann schon überlegen, für wen mache ich jetzt diesen Aufwand? Es kann mir tatsächlich niemand einreden, dass irgendjemand aus der Öffentlichkeit, ein Laie, 6 Millionen digitalisierte Käfer braucht. Dazu gibt es eben Experten, und für die wenigen Experten muss ich für die Leute den großen Aufwand machen, beziehungsweise ich muss mir immer die Frage stellen, was digitalisiere ich, für wen digitalisiere ich. Es ist oft sehr wichtig, ich brauche das für bestimmte Forschungsprojekte, aber ich darf halt nie vergessen, dass das auf dem neuesten Stand halten auch immer ein großer Aufwand ist. Ich glaube, ich habe jetzt schon deutlich länger geredet, als ich reden sollte. Ich möchte vielleicht nur damit abschließen, nach wie vor ein Plädoyer für das Original. Am Original erforschen wir und untersuchen wir die Natur. An irgendeiner Art von Kopie kann ich das nicht tun. Ich kann das auch nicht an analogen Kopien machen. Übrigens, wir haben gerade vorhin über das Thema gesprochen, weil nämlich diese digitalen Speichermedien auch relativ kurzlebig sind und bald zerfallen. Mit Kollegen vom Filmmuseum, Österreichischen Filmmuseum, vor nicht langer Zeit gesprochen. Dort ist es interessanterweise eine Umkehr zu sehen, dass sogar digital gefilmte Filme in einem analogen Filmmedium ausgedruckt und abgespeichert werden, weil das länger hält. Das ist eine sehr interessante Erkenntnis, das hatte ich mir so nicht gedacht, aber tatsächlich gehen die dazu über, sozusagen als Backup für die digitalen Speichermedien machen sie ja Kopie auf Film, weil der hält nämlich länger als diese digitalen Medien. Das ist was sehr Spannendes. Und nur ganz zum Schluss noch, ist die digitale Technologie etwas für unsere Besucher? Also für den ganz zum Schluss dann Endverbraucher, für die Wissenschaft. Die Wissenschaft, wir verwenden digitale Methoden überall, aber dort, wo wir es brauchen. Punkt genau. Aber für den Besucher. Also noch einmal, ich glaube, das Original ist das Wichtigste. Und wenn ich den Besucher durch zum Beispiel eine Computertomographie, die ich daneben her zeige, mehr Information zum Objekt bieten kann, zusätzliche Information, nicht als Ersatz
zusätzliche Information. Und deswegen glaube ich, dass wir nach wie vor auch in 50, in 100 Jahren nicht nur die Museen brauchen, weil sonst habe ich keine Sammlungen mehr, sondern auch für den Besucher, die Besucher gerne in Museen gehen werden, weil sie dort die Originale sehen und nicht irgendeine Kopie, die sie von irgendwo anschauen können, aber eben das Original nicht ersetzen kann. Danke.